Ich simuliere 100 Mal die Europameisterschaft mit Deutschland in FC24, um zu schauen, wie wirklich unsere Chancen so sind. Die EM geht ja morgen los und unter allen Kommentaren, die bis zum Anstoß um 21 Uhr den Europameister richtig tippen, verlose ich ein Deutschland-Trikot von der Nationalmannschaft. Ja, wahrscheinlich. Alles, was ihr dazu tun müsst, einfach nur den Kommentar schreiben und natürlich ein kostenfreies Abo hier auf dem Kanal da lassen. Und dann gehen wir mal direkt rein. Boah, Leute, bin ich hyped, das glaubt ihr gar nicht. Ich wähle natürlich Deutschland aus. Hier sehen wir schon EM-Sieger 1972, 80, 96 und dann 2024. Sollte eigentlich ganz gut passen. Und rein geht's mit der ersten Simulation. Wir sehen schon, erstes Spiel natürlich gegen Schottland. Aber als erstes schauen wir uns natürlich erstmal die Mannschaftsausstellung an, mit welcher Truppe wir hier reingehen. Nagelsmann wird halt auch eine 4-2-3-1 spielen, denke ich. Aber eigentlich muss er Gündogan rausnehmen. Und Sané muss dafür rein. Dafür rückt Musiala dann in die Mitte. Wird's über links. Er wird's machen. Rüdiger, Tah, Kimmich, ja, Mittelstädt, Neuer sowieso. Toni Kroos hier aktuell Kapitän, okay. Robert Andrich daneben. Die drei von dem Mittelfeld sind, denke ich mal, auch relativ klar. Und im Sturm ist jetzt die Frage, Havertz oder Füllkrug? Für die Gruppenspiele, glaube ich, gehe ich mal mit Niklas Füllkrug, weil gegen die tiefstehenden Gegner brauchen wir einen richtigen Neuner. Und Havertz dann gegen Spanien, Holland und so, da kommt er rein. Oh, Bank sieht auch ganz okay aus und dann gehen wir mal rein. Die EM 2024 geht los. Erstes Gruppenspiel gegen Schottland. Wie geht's aus? 4-1, Junge, let's go, Mann. Zweites Gruppenspiel gegen Ungarn. Jetzt hier bitte Deutschland irgendwie. Nein, Ungarn gewinnt 2-1. Aktuell in der Tabelle auf Platz 2 noch vom letzten Spiel. Und jetzt gegen die Schweiz wird's hart, aber wir gewinnen das Ding. Okay, damit sollten wir locker weiter sein. Gruppenerster sogar. Gruppensieger, hey. Okay, die K.O.-Phase steht an. Wir kommen gegen England. Wollt ihr mich komplett knallen? Ja. Ich habe jetzt mal hier Kai Havertz vorne in den Sturm reingepackt. Ich glaube, gegen England sollte das besser passen. Gucken wir mal. Und ich hoffe, in den anderen 99 kommen wir nicht gegen England direkt. Wir gewinnen im Elfmeterschießen. Ja, die Engländer können einfach kein Elfer, das ist immer noch so. Und im Viertelfinale geht jetzt einfach gegen Spanien. Mann. Ey, da haben wir einen Turnierbaum, das ist ja völlig geisteskrank. Und Deutschland gewinnt wieder 3-2. Wir schauen mal auf den Turnierbaum, wer sich da so durchgesetzt hat. Okay, ich denke mal, es sollte gegen Frankreich jetzt gehen. Und ja, es geht im Halbfinale gegen Frankreich. Also wenn wir jetzt Frankreich auch noch weghauen, wären wir Europameister. Ich weiß es ganz genau. 2-0, Kai Havertz. Und wer das andere Tor gemacht hat, es wird Florian Wirtz. Und Havertz sogar noch ein vergebener Elfmeter. 2-0 gegen Frankreich. Und jetzt geht's einfach im EM-Finale gegen, ich schau mal, gegen Holland. Bei denen bin ich übrigens morgen beim öffentlichen Training. Also ich schau dir mal über die Schulter. Und jetzt komm bitte, Deutschland, werden sie Europameister? Und nein. 3-2 gewinnt Holland und die werden Europameister. Ich glaube das nicht. Beim zweiten Mal sind wir jetzt einfach Gruppenzweiter hinter der Schweiz mit 6 Punkten. Und im Achtelfinale geht's gegen Kroatien, okay? Gegen Lovro Majer, meinen imaginären Bruder. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Und komm, gegen die Kroaten ist doch einiges möglich. 1-0. Und im Viertelfinale ist Schluss gegen England. Mann, jedes Mal gegen England irgendwie im Viertel- oder Achtelfinale. Was ist das, Mann? Okay, jetzt endlich mal die Gruppe gewonnen mit souveränen 7 Punkten vor der Schweiz. Und es geht gegen Slowenien. Sollte machbar sein. Komm. 2-0 souverän. Irgendwie macht auch Havertz oder Wirtz gefühlt jedes Tor, ne? Gegen Holland, wieder gegen Holland. Okay, Schnellsimulation, wir gehen rein. Immer die Holländer und die Holländer gewinnen wieder. Was ist das, Mann? Die Holländer. Der vierte Trial und da sind wir auch wieder mal Gruppenerster geworden. Jetzt Schottland als Gruppenzweiter auch noch weiter. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wenn ich das nochmal mit anderen Nationen machen soll, wie zum Beispiel mit Frankreich oder Italien oder England und so weiter und so fort. Um zu schauen, wie oft die den Titel holen aus 100 Mal oder wie oft die aus dem Viertelfinale raus sind, wie oft die im Halbfinale standen und so weiter und so fort, werde ich euch alles später nochmal in der Grafik dann auf Auflisten am Ende hin und ja, warte mal. Wir sind jetzt hier gerade gegen Serbien rausgeflogen, ne? Es kracht. Wir sind Gruppendritter, nur noch mit 4 Punkten. Oh mein Gott, sind wir irgendwie noch weitergekommen als bester Gruppendritter oder so? Ja, wir sind weitergekommen und es geht gegen Portugal. Komm, bitte keine Ronaldo Masterclass. Bitte. 3-1, ja, perfekt. Die Mannschaft ist zurück. 9 Punkte ohne Punktverlust in die K.O.-Phase eingezogen und es geht gegen England. Junge, du wirst Gruppenerst und es geht gegen England. Ja, will er mich. Bitte irgendwie im Elfmeterschießen weiter. Wir sind bisher übrigens noch nicht einmal aus der Gruppe rausgeflogen und England gewinnt das Elfmeterschießen. Hey, das muss doch ein Bug sein, oder? Ey, man kann auch gar nicht England gewinnen, hä? Okay, das Spiel gegen die Schweiz wird jetzt, glaube ich, entscheidend fürs Weiterkommen. Ich glaube, das hat gereicht. Ja, 6 Punkte Gruppenerster. Ey, bitte nicht gegen England, gegen Serbien wieder. Wenn wir gegen Serbien rausfliegen, ich sag euch so, wie es ist, dann ist da komplett Rio im Land. Wir fliegen wieder gegen Serbien raus. Serbien ist einfach Angst. Gegner
von Deutschland. Ich kann das nicht. Ich glaube, jetzt könnten wir das erste Mal in der Gruppe rausfliegen, Freunde. Das wird ganz eng. Okay, wir gewinnen 3-2. Damit sollten wir durch sein. Ja, Gruppenerste mit 5 Punkten. Nur Hilfe. Oder Serbien. Bitte nicht gegen Serbien. Es geht wieder gegen Serbien. Back to back, bitte nicht. Also, wir können jetzt hier nicht dreimal gegen Serbien rausfliegen. Das geht gar nicht. Ja, easy, easy. Aber Serbien kann echt zocken, ne? Im Viertelfinale, denke ich mal, wird es nicht gegen Spanien gehen, sondern gegen die Slowakei. Okay, die haben einfach mal Spanien weggehauen und hauen jetzt nach Deutschland raus. Was sehe ich hier? Wieder Gruppenerste mit 6 Punkten. Die war sehr, sehr eng eben gerade wieder mal. Die Gruppe bisher immer noch nicht einmal aus der Gruppe ausgeschieden. Das stimmt mich eigentlich sehr, sehr optimistisch. Und es geht gegen Serbien wieder. Kann jemand nicht mehr sehen, ne? 2-1 wieder. Gündogan mit einem Doppelpack, okay? Und im Viertelfinale jetzt gegen den Titelverteidiger aus Italien. Und die Italiener gewinnen leider. Mann, Musiala 1-1 gemacht, aber hat nicht gereicht. Bitter, Mann. Viertelfinale wieder raus. Also die Gruppe haben wir echt gut im Griff. 5 Punkte zwar nur, aber wieder mal Gruppenerster. Sehr, sehr wichtig. Und ich hoffe jetzt wirklich auf einen einfacheren Turnierverlauf. Mal, wir kommen gegen Dänemark. Gegen die haben wir noch gar nicht gespielt. Ideen. Ich weiß, da ist ein Jonas Wind drin. Der kann netzen. Der kann sehr gut Fußball spielen. Aber wir gewinnen. Let's go, Mann. Und im Viertelfinale wartet jetzt die Schweiz auf uns. Okay, das ist ja unser Gruppengegner eigentlich gewesen. Das heißt, das sollten wir eigentlich unter Kontrolle haben. Bitte, Digga, die Schweiz gewinnt zwar ein Chaka mit einem Doppelpack und Pascal Groß mit dem einzigen Tor für Deutschland. Was sehe ich hier? Okay, so einen Run hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. 9-2 Tore nach der Gruppenphase. 7 Punkte, Gruppenerster. Und komm, da geht jetzt wirklich einiges und es geht wieder gegen England. Nein. Doch. Komm, es geht wieder an England, das Ganze im Elfmeterschießen. Warum geht das gegen England immer im Elfmeterschießen erst aus? Und wie kann England bitte in Elfmeterschießen gewinnen? Das geht gar nicht, ey. Ja, meistens kommen wir wirklich als Gruppenerster irgendwie noch weiter. 6 Punkte haben wir jetzt hier wiederholt. Wieder mal gegen die Schweiz übrigens verloren. Ich glaube, dass es in Real Life ungefähr so genauso laufen könnte. Aber in der K.O.-Phase ist es wirklich geisteskrank, was wir da immer für ein Bracket haben. Also, dass wir fast jedes Mal gegen England gefühlt kommen. Also, relativ oft, muss ich sagen. Wir müssen ja dann eigentlich auch immer Gruppenzweiter in ihrer Gruppe werden. Und jetzt gewinnt Deutschland nicht, Mann. Das kann nicht sein. Jedes Mal die Engländer. Wie krass sind die bitte? Boah, 4-0 gegen die Schweiz. Das ist ein absoluter Speedrun hier gewesen durch die Gruppe. 9 Punkte. Und im Achtelfinale wartet jetzt bitte nicht England auf uns, oder? Oder, ja, es geht gegen die Dänen. Dänemark, komm, schnell Simulation. Bitte gönn 1-0 wird's. Wir stehen mal wieder im Viertelfinale. Und da geht's jetzt ran gegen den Titelverteidiger aus Italien. Die haben sich übrigens gegen die Türkei durchgesetzt. Bin ich mal auch gespannt, wie das in Real Life da laufen wird. Schnell Simulation und Deutschland gewinnt 2-0. Müller, Havertz verschießt Elfmeter und Toni Kroos mit dem 1-0 davor. Es geht gegen Portugal im Halbfinale der Euro. Endlich mal wieder ein Halbfinale. Ein bisschen Druck ist wieder auf dem Reifen. Komm, Cristiano Ronaldo, bitte nicht diesmal so gut. 4-2, wir stehen im Endspiel. Wir stehen im Endspiel in Berlin. Kommt, Jungs, konzentrieren. Schnellsimulation. Bitte, bitte, bitte holt den Titel nach Hause. Und es, Mann, es kommt nach home hier. Yes, it's coming home, oder wie das heißt. Aber erst nach Verlängerung. Harry Kane in der 117. Mann, oh, das tut so weh. Aua. Oh, 6 Punkte haben Schweiz, Ungarn und Deutschland. Und wir sind aufgrund der Tordifferenz, was ich hier gerade sehe, nur Gruppendritter einfach. Hat's gereicht für die K.O.-Phase. Wie gesagt, die 4 besten Gruppendritten kommen weiter in die K.O.-Phase. Und wir sind in der K.O.-Phase gegen Portugal im Achtelfinale. Aber darunter war, glaube ich, Ukraine gegen Österreich oder so. Also wir sollten jetzt gewinnen gegen Portugal. Dann sind wir eigentlich schon fast im Halbfinale. Wir, ja, perfekt. 4 Punkte haben gereicht zum 2-Platzierten in der Gruppe, aka Deutschland hier. Boah, das war richtig eng. Also da wären wir fast rausgeflogen eben gerade. Spielen im Achtelfinale gegen Italien. Kommen wieder die Italiener. Mann, das kann nicht sein. Warum verlieren wir so oft im Achtelfinale? Das ist unmöglich. Wir sind endlich mal wieder Gruppenerste geworden mit 9 Punkten. Und als Dank bekommen wir einfach England, die Gruppenzweiter geworden sind dann in ihrer Gruppe. Ich glaube, Dänemark ist da noch mit drin. Wie gesagt, hier Gruppenerste. Ich guck mal ganz kurz in die England-Gruppe. Nee, Slowenien. Wie krank wird bitte Slowenien bei der EM laut IAFC24? Das ist völlig geisteskrank. Wir gewinnen gegen England 3-2. Es ist fast möglich. 3-2 haben wir hier gewonnen. Und im Halbfinale kommt jetzt einfach Polen. Es ist geisteskrank, was hier für Mannschaften teilweise im Halbfinale stehen und die auch noch gewinnen mit Linetti und Milli. Jedes Mal tun wir uns gegen die Schweizer so schwer. Auch hier wieder nur ein Punkt und wir sind mit 5 Punkten Gruppenerster. Er war nie weg. Okay, dann gucken wir mal. Also Gruppenerster der Gruppe A geht wieder gegen England. Es ist ja so unfair. Slowakei, was machen die bitte mit England da drüben immer? Das heißt eigentlich, die Engländer sind nicht so stark, wie sie aussehen, aber Harry Kane und Madison Square Garden sind es einfach. Was ist das, Mann? Gruppensieger, Gruppensieger. Hey. 7 Punkte haben gereicht für den ersten Platz im Viertel. Im Achtelfinale jetzt wieder gegen Dänemark mal wieder. Okay, kommen die Dänen. Die liegen uns da eigentlich. Oder ja, 2-1. Let's go. Und es geht gegen die Slowakei. Die sind so krank. Es ist brutal. Nee, wenn wir jetzt nochmal gegen die rausfliegen,
fliegen, das ist ja, ey, Freunde, nee, ich glaube das nicht. Wir fliegen hier immer gegen die Slowakei raus. Wir haben die noch nicht einmal besiegt, nicht einmal. Okay, immer wenn wir gegen die Schweiz gewinnen, dann sind wir eigentlich mit einem Speedrun, sprich 9 Punkten hier durch und dann könnte eigentlich auch mal wieder das Finale folgen, weil dann haben wir einen guten Run, wenn Deutschland einmal reinkommt und jetzt geht's gegen Serbien. Das sollte auch machbar sein. Komm, Deutschland ist eine Turniermannschaft. Deutschland ist eine Turniermannschaft. 0-0 und Serbien gewinnt im Elfern. Wieder im Elfmeterschießen verloren. Julian Nagelsmann, bitte üb Elfmeterschießen nochmal. Danke, Mann. 9 Punkte back-to-back. Kein Spiel verloren. Mal wieder in der Gruppenphase. Und jetzt nicht gegen Slowenien, Slowakei, gegen Italien oder gegen England mal wieder. Komm, jetzt aber. Jogi Löw. Natürlich Julian Nagelsmann. Das kann nicht sein. Harry Kane. Kane schießt uns nacheinander hier jeweils aus dem Turnier. Es ist so brutal. 5 Punkte reichen mal wieder gerade so zum Gruppensieg. Aber wenn es wieder gegen England oder so geht, Freunde, dann ist das absolut sinnlos gegen Serbien. Ist eigentlich machbar. Schottland ist auch wieder im Achtelfinale. Orgien einfach im Achtelfinale. Das ist ja gestört. Deren erste EM-Teilnahme, soweit ich das weiß. Und jetzt die Schnellsimulation kommt gegen Serbien. Das ist Wahnsinn. Also das ist ein Bug, sage ich. Safe gegen Serbien. Das muss ein Bug sein. Nach langer Zeit mal kein Gruppenerster, sondern Gruppenzweiter hinter den Schweizern. Gegen wen geht es jetzt im Achtelfinale rankommen? Das ist die große Frage. Gegen Kroatien hatten wir, glaube ich, bisher erst einmal, ne? Gegen Kroatien wichtig, Mann. Jonathan Tah, der 81. mit dem entscheidenden Tor. Und im Viertelfinale müssen wir jetzt gegen die Slowakei. Mega geil. Hatten wir noch gar nicht. Oder, und wir gewinnen diesmal wenigstens 3-1. Ich glaube, das ist das erste Mal, ne? Und die deutsche Mannschaft, das ist mal wieder richtig drin. Wir sind im Halbfinale schon gegen Frankreich. Das andere Halbfinale ist einfach Schweiz gegen Polen. Also das heißt, Schweiz oder Polen ist einfach garantiert im Finale. Weiß nicht, ob EA da ein bisschen Fieber hat. Ich habe keine Ahnung. Komm, wenn wir das gewinnen, sind wir fast Europameister. Mbappé mit dem entscheidenden. Florian Wirtz mit einem Treffer. Wir fliegen wieder im Halbfinale raus. Mann, 5 Punkte reichen hier mal wieder zum Gruppensieg. Nächste Partie. Nächstes Achtelfinalspiel geht gegen Serbien. Und Schottland ist Retalk echt gut. Die sind oft Gruppenzweiter hier. Also sind nicht zu unterschätzen, die Schotten hier. Und wir gewinnen 3-1 gegen Serbien. Wichtig. Und es geht gegen Kroatien. Gegen Tabakovic Tone. Grüße gehen raus an der Stelle. Schnell Simulation. Wir gewinnen im Elfmeterschießen. Ist das mal wichtig, Mann. Gegen Portugal. Gegen Cristiano Ronaldo. Boah, wäre das ein krankes Spiel in Real Life im Halbfinale gegen Cristiano Ronaldo. Komm, in Hamburg ist das Ganze sogar hier. Schnell Simulation. Wir gewinnen 1-0 durch Ilkay Gündogan. Danke, Mann. Ich sehe auch gerade unten, Frankreich ist ja schon rausgeflogen. Gegen Belgien 3-4 ist England noch drin. Die sind auch schon raus. Das heißt, wir spielen jetzt gegen die Slowakei oder gegen Italien im großen Finale der Europameisterschaft. Und Florian Wirtz ist verletzt fürs Finale. Ich kann das nicht, Mann. Also der Ausfall von Florian Wirtz tut richtig, richtig weh. Und jetzt das Finale im Olympiastadion. Bitte, bitte, bitte hol den Titel. Let's go. Der erste Titel für Deutschland in der EM. Deutschland, Deutschland. Also wir sehen es ja schon im Turnierverlauf. Wir müssen etwas Luck haben mit den Gegnern. Und dass die anderen irgendwie England und Frankreich versuchen rauszuhauen. Und dann können wir es echt packen. Und nach dem Titelgewinn sind wir wieder Gruppenerste jetzt. Und es geht gegen Serbien. Okay. Da sind sie jetzt ausnahmsweise mal Gruppenzweite und nicht Erste gewonnen. Und das Finale eben gerade ohne Florian Wirtz noch zu gewinnen, das muss ich mal sagen, so jetzt im Nachhinein, das war echt brutal stark. Wir gewinnen übrigens das Achtelfinale, kommen jetzt im Viertelfinale, denke ich mal, gegen Spanien. Ja, so ist es. Und komm, gegen die Spanier. Komm, komm, komm. 3-0. Havertz, Kimmich und nochmal Havertz. Super. Das läuft doch wie ein Länderspiel. Halbfinale wieder gegen Portugal. Nee, Mann. Wie gesagt, das Spiel wäre absolut geisteskrank in Real Life. Wir gewinnen im Elfmeterschießen und Ronaldo und Bruno Fernandes verschießen ausgerechnet die Elfer. Oha. Es geht gegen England. Back-to-Back-Finale. Und wenn wir jetzt den Titel wirklich Back-to-Back holen, Freunde, ich glaube, wir werden in Real Life auch Europameister und Trippi in der 77. Beendet alle Titelträume. Ist das bitter. Wir sind weitergekommen als Gruppenzweiter hinter der Schweiz. Und jetzt im Achtelfinale wartet Italien. Gegen die haben wir ja vorhin im Finale erst gewonnen. Es geht 3-2 für Italien aus. Okay. Alright. Wieder Gruppenerster. 6 Punkte haben wir geholt von möglichen 9. Das ist immer relativ souverän. Also wir haben wirklich bisher auch wenige 9er-Bomben, sage ich mal, geholt und relativ oft auch mal ein Gruppenspiel verloren von den 3. Könnte, denke ich mal, in Real Life ähnlich verlaufen im Achtelfinale. Es geht wieder mal gegen Serbien. Schauen wir mal. Spieltag. Und die Schnellsimulation. Komm, komm, komm. Es geht 1-1 nach 90 oder 120 Minuten aus und dann macht Kostic die Serben. Also die sind absolute Geheimfavorite für mich. Endlich mal wieder 9 von 9 Punkten geholt in der Gruppe. Das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass wir weiter im Turnierverlauf aufkommen. Es geht back to back gegen Serbien. Bitte kein Elfmeterschießen jetzt. Ich glaube, die Deutschen sind echt nicht im Elfmeterschießen. So krass. Wir gewinnen das Elfmeterschießen. Diesmal 4-2. Und jedes Mal wirklich geht's ins Elfern gegen Serbien. Viertelfinale. Die Italiener, die können wir eigentlich. Wir gewinnen 3-2. Und Florian Wirtz bekommt rot. Was ist das bitte? Florian, reiß dich zusammen. Reiß
sich zusammen. Belgien. 3-2 gewonnen. Gündogan, Havertz mit den Toren. Und jetzt das Finale der Europameisterschaft gegen England. Und wie episch sieht bitte dieses Intro da aus. Kane mit Toni Kroos. Und jetzt bitte kommen Musiala, aka Wirtz und Musiala. Die Jungs müssen regeln. Und wir verlieren 3-2. Mann, Kane mit dem Doppelpack im Finale. Das ist krass, wie oft England hier die EM holt, ne? Ich glaube, das ist der größte Gruppenvorsprung, den wir jeweils hatten. 9 Punkte, 2-2-2, die anderen. Ich glaube, höher geht's auch gar nicht. Und jetzt in der K.O.-Phase geht es gegen Slowenien. Waren wir sehr, sehr lange nicht mehr gegen die. Und wir simulieren das Ganze natürlich wieder. Mannschaft sieht gut aus, wird auch 3-1. Easy, Rüdiger mit einer roten noch. Und das Achtelfinale jetzt gegen España. Viva España. Aber ja, Digga, Olmo. Okay, Morata, der trifft gefühlt immer Havertz, nur mit einem Tor für Deutschland. Schade. Im Viertelfinale ist Endstation. So, Gruppe natürlich mal wieder gewonnen. Es geht gegen Serbien. Also Serbien, Slowakei, irgendwie sowas. Die liegen uns hoffentlich. Zum Anfang hatten wir echt Probleme gegen die. Aber Musiala mit einer roten Karte. Aber sein Bruder Leroy Sané kann er bestimmt sehr gut vertreten. 3-2. Ganz easy going. Im Viertelfinale wartet jetzt Tschechien gegen uns. Das sollte eigentlich eine mehr als machbare Aufgabe sein. Wieder 3-2 gewonnen. Havertz macht wirklich sehr, 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 sehr viele Tore immer, muss ich sagen. Cristiano Ronaldo, bitte nicht. Bitte nicht. Es wird Gonzalo Ramos, der uns hier rausschießt oder was. Ich kann das nicht. Endlich mal wieder Gruppensieger. 9 Punkte davon. 9 möglichen davor geholt. Und jetzt geht's im Achtelfinale gegen Serbien. Easy. 2-1 nach Verlängerung, Freunde. Easy, ne? Ganz entspannt. Im Viertelfinale gegen die Italiener. Das ist somit unser Angstgegner noch in den ganzen K.O.-Spielen. Havertz macht's hier mal wieder. Also Kai Havertz in dieser Europameisterschaft ist geisteskrank gut am Scoren. Der könnte absoluter MVP werden, auch in Real Life. Es geht gegen die Kroaten im Halbfinale. Also gegen die Franzosen haben wir noch echt selten bisher gespielt. Ich glaube, bisher so 1, 2, 3 Mal. Wir stehen im Finale. Leroy Sané und Florian Wirtz machen es. Let's go. Und es war klar, im Finale geht es gegen England. Mann. Ich kann das nicht. Die Engländer wieder. Komm. Diesmal bitte. It's coming home. Diesmal nicht, Mann. Let's go. Kane nur mit einem Tor und wir gewinnen unseren 2. EM-Titel. Deutschland, sie waren nie weg, Mann. Und wie schon gesagt, wir müssen etwas Luck haben mit dem Turnierbaum. Dann kann das klappen. Irgendwie Frankreich muss vorher rausfliegen oder England muss vorher rausfliegen und einen von beiden können wir auch easy schlagen. Geht jetzt im Achtelfinale mal wieder gegen England. Entweder im Finale oder gegen im Achtelfinale immer gegen England. Das ist krass, Mann. Weil die Gruppenzweiter da drüben werden mit Serbien, glaube ich, in einer Gruppe. Okay, wir gehen rein. Komm. Und die Engländer verlieren. Wir gewinnen, Mann. Wichtig. Groß mit dem entscheidenden 1-0. Und jetzt im Viertelfinale wartet Spanien auf uns. Bitte irgendwie Musiala und Kroos machen die entscheidenden Tore zum Viertelfinale. Nee, Sieg. Ja, perfekt. Halbfinaleinzug jetzt so. Also, wir spielen jetzt gegen Ungarn. Einfach im Halbfinale. Das ist krank. Aber ich schau mal ganz kurz, wie hier Frankreich abgeschnitten hat. Holland ist einfach Gruppenletzter und Frankreich Gruppendritter mit 3 Punkten und sind somit nicht weitergekommen. Und wir haben jetzt hier wieder richtig gute Chancen auf den Titel, wenn wir gegen Ungarn gewinnen. Und das sollten wir eigentlich. 3-2. Das ist sehr, sehr knapp eigentlich dafür, sage ich so, wie es ist. Ungarn, wie gesagt, auch schon Gruppengegner gewesen von der deutschen Mannschaft. Und die haben vorher auch schon Portugal rausgehauen. Das ist ja geisteskrank. Okay, wir kommen jetzt im Halbfinale. Gegen Ungarn, stimmt, das haben wir ja schon gewonnen. Wir stehen jetzt schon wieder im EM-Finale gegen Kroatien oder Serbien. Bitte nicht gegen Serbien. Ich sag so, wie es ist. Serbien im Europa-Finale. Im EM-Finale meine ich natürlich, das ist ja gestört. Serbien im EM-Finale. Wenn die das Ding jetzt gewinnen, ich verwette meinen gesamten YouTube-Kanal drauf. Let's go, Mann. Und wir holen den 3. Titel. Back to back, Mann. 3. EM-Titel für Deutschland. Also wenn wirklich England und Frankreich irgendwie draußen sind, dann holen wir das Ding. Das sage ich so, wie es ist. Oder wenn Frankreich ja nicht mehr aus der Gruppe rauskommt, ne, wie eben gerade. Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Okay, 9 von 9 Punkten wieder mal geholt. Also die Deutschen sind wirklich in der Gruppe unfassbar stark. Wir sind noch nicht einmal aus der Gruppe rausgeflogen. Wir sind jetzt fast bei 50 Versuchen. Es geht aber gegen England ran. Komm, die können wir eigentlich. Bitte. 2-1. Toni Kroos mit dem entscheidenden 2-1. Kommen wir jetzt aber erstmal vorher gegen die Italiener. Und bitte 2-1 Raum. Frankreich ist raus, England ist raus. Also Portugal sehe ich da immer noch mit als stärkste Nation direkt dahinter und Holland mit dazu. Also Portugal echt nicht zu unterschätzen. Und hier sehen wir es auch schon. 2-0 für Portugal ab der 67. Ja, ging nichts mehr. Schade, Deutschland. Okay, das wurde eng ganz kurz zum Ende hin. Aber 5 Punkte reichen für den Gruppensieg. Noch ungeschlagen durch die Gruppe auch mal wieder. 2 Unentschieden und 1 Sieg. Es geht gegen Serbien. Da drüben könnten wir gegen die Türkei kommen, okay? Ja, auch ein sehr interessantes Duell dann. Auf jeden Fall auch in Real Life. Der absolut geisteskrank. Und Serbien gewinnt mal wieder 3-1. Okay, der Angstgegner vom Anfang ist zurück. Weiße Weste mal wieder in der Gruppenphase. Keinen einzigen Punkt.
Punkt verloren. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Slowenien wartet mal wieder nach langer Zeit jetzt auf uns im Achtelfinale der EM 2024. Schnellsimulation, wir gehen rein. Wenn ich das, wie gesagt, mit anderen Mannschaften mal machen soll, schreibt es in die Kommentare. Ich würde es auch mal feiern, so mit einer Türkei oder so als Underdog da reinzugehen und zu schauen, wie die so performen können. Und natürlich stehen wir auch hier wieder im Viertelfinale. Es geht gegen die Spanier wieder an. Schnellsimulation 1:0. Toni Kroos mit dem entscheidenden Tor. Der escort auch sehr, sehr gut in den ganzen Spielen, muss man sagen. Ist ja eigentlich sonst mal der Vorlagengeber bei Real oder auch vorher in der Nationalmannschaft gewesen. Und wir kommen jetzt im Halbfinale gegen Polen. Gegen Polen sollte das aber reichen, oder? Oder Lewandowski mit einem Dreier oder mit einem Vierer? Mit einem Dreierpack. Ich kann das nicht. Und jetzt geht es gegen die Slowenen im Achtelfinale mal wieder. 3:2 gibt es den Heimerfolg gegen die Slowenen. Viertelfinale steht an und es geht gegen die Belgier. Ich glaube, das erste oder zweite, nee, zweite Mal, glaube ich, spielen wir jetzt gegen Belgien. Und es wird nach Elfmeterschießen. Ja, geht es für Belgien aus. Nächster Versuch. Wir waren nie weg. 9 Punkte mal wieder in der Gruppe. Ist ein gutes Zeichen. Komm, gegen Dänemark jetzt im Achtelfinale. Auch ein kleiner Angstgegner vom Anfang an. Eine Simulation. Und wir gewinnen 1:0. War ein Arbeitssieg. 1:0 gegen die Dänen. Wichtig. Viertelfinale ist mal wieder gegen Belgien. Wie eben gerade auch schon. Wir verlieren nach 90 Minuten diesmal. Ach, Carrasco und De Bruyne mit den Toren. Havertz kann Deutschland nicht retten. Schade. 6 Punkte reichen gerade so für den Gruppensieg. Zweiter und Dritter in der Gruppe auch genau punktgleich mit uns. Und es geht wieder gegen Serbien, Mann. Die werden immer Gruppenzweiter jetzt gerade. Schnellsimulation, komm. Und es geht mit einem 0:2 für Serbien wieder. Also Serbien ist echt unser Angstgegner. Ich meine, das ist krass ernst. Oh, das kracht. Oh, das kracht. 4 Punkte nur in der Gruppe. Kommen wir jetzt einer der besten Gruppen. Dritten weiter. Jawohl, let's go. Es geht gegen die Ukraine. Gab es als erstes den Testspielerfolg. Beziehungsweise 0:0 war es ja eigentlich. Schnellsimulation, komm. Jetzt sollte es ja aber passen. Let's go, 2:0. Oh nein, und jetzt im Viertelfinale mal gegen Frankreich, weil wir einfach mal komplett auf der anderen Turnierseite sind, dadurch, dass wir Gruppendritter waren. Mannschaft sieht gut aus. Komm, bitte auch das Ergebnis gleich 2:1. Let's go, Griezmann, Havertz und Jonathan Tah mit dem entscheidenden Tor dann am Anschluss. Komm, gegen Serbien. Wir können ins EM-Finale einziehen. Die Serben gewinnen wieder. Das ist Wahnsinn. Serbien und Slowakei. Gegen die haben wir öfter verloren als gegen Frankreich und England. Ich sag's so, wie es ist. Okay, wieder mal Gruppendritter. 4 Punkte auch wieder mal nur geholt. Aber wir kommen im Achtelfinale weiter gegen England. Und ja, im Viertelfinale Schluss gegen Frankreich nach Elfmeterschießen. Schade. Immer diese Franzosen. Mann, Mann, Mann. Okay, mal wieder Gruppenerster mit 9 Punkten. Danach die Schweiz mit 6 Punkten. Schottland 1 und Ungarn auch 1. Es geht gegen Slowenien. Boah, ist das wichtig. 1:0 gegen Slowenien mal zu gewinnen. Unser Angstgegner hier. Und es geht 2:1 für Deutschland aus. Let's go. Rossellou auch nur mit dem Anschlusstreffer noch. Das heißt, wir stehen im Halbfinale der Europameisterschaft endlich mal wieder. Gegen Polen. Das sollte machbar sein. Komm, das sollte machbar sein. 2:0 Heimsieg. Ganz, ganz wichtig. Wir sind im Finale. Wir können jetzt unseren 4. EM-Titel holen. Komm, wenn Deutschland jetzt den 4. holt und das ist der 4. Havertz zum Mittelstädt machen die entscheidenden Tore. Der 4. Titel für Deutschland. Ich sag ehrlich, das ist eine sehr, sehr gute Quote. 8. Finale mal wieder gegen Slowenien. Gehen rein. 3:2 Arbeitssieg. 4. Finale jetzt gegen Spanien. Und wir verlieren das Elfmeterschießen. Das kann nicht sein. Diesmal leider nur Gruppendritter, aber es hat gerade noch so gereicht für die K.O.-Phase zum 8. Finale gegen Portugal. Und Ronaldo, bitte steh uns hier nicht die Show. Wir sind weiter nach der Verlängerung mit 4:3. Oh nein, und ich glaube im... Nein, wartet mal. Rumänien hat da unten Frankreich rausgehauen. Wie geisteskrank ist das? Und die Schweiz hat einfach England besiegt. 3:1. Okay, wir haben richtig gute Chancen wieder auf den Titel. Rumänien noch nicht einmal gegen Rumänien jetzt hier gespielt. Das erste Mal. Und nein, wartet mal. Die Rumänen gewinnen nach Elfmeterschießen. Uns wartet England mal nach langer Zeit wieder im im Achtelfinale. Das ist der erste. 3:1 ist richtig deutlich. Sehr gut. Komm, komm, komm. 3:0. Es war auch nicht anders zu erwarten. Danke, Mann. Und wir spielen jetzt im Halbfinale gegen Portugal. Bitte irgendwie 3:1. Florian Wirtz, er ist auch so krank in dieser EM. Also immer Wirtz, immer Havertz und immer Groß. Und im großen Finale der EM 2024 geht es jetzt gegen Italien. Ich glaube zum 2. oder 3. Mal. Und die Italiener gewinnen nach Verlängerung. Politano mit dem goldenen Tor. Mann, ach Mann, ist das bitter. Weitergekommen jetzt als Gruppenzweiter. Waren wir schon lange nicht mehr. Es geht gegen die Kroaten im Achtelfinale. Kroatien sollte machbar sein. Nein, wir verlieren 2:1. Schade. Wir sind schon bei über der Hälfte der Versuche. Wie gesagt, zum Ende werde ich euch das Ganze aufsplitten mit den Wahrscheinlichkeiten und so weiter und so fort. Werde ich mal kurz einen Taschenrechner anhören und sowas. Und ihr seht schon, Deutschland hat mal wieder die Gruppe mit 9 Punkten gewonnen. Und in der K.O.-Phase kommen wir gegen die Dänen wieder. Gegen Dänisch Dynamite. Und das kann nicht sein, Junge. Das ist Wahnsinn. Warum verlieren wir immer im Elfmeterschießen? Yes, Putz. Nächster Try. 9 Punkte aus der Gruppe. Ganz souverän.
souverän. Und im Achtelfinale geht es jetzt einfach gegen Serbien. Ey, ich habe so Angst vor denen, ne? Oh, ist das wichtig. 2:1 Heimsieg gegen Serbien. Müller mit dem entscheidenden 2:1. Okay, als nächstes geht's einfach gegen die Türkei. Wie geisteskrank ist das bitte? Wird das ein Heimspiel für die Türkei oder für Deutschland? Und wir gewinnen 3:2. Thomas Müller wieder mit dem entscheidenden Tor. Das heißt, wir stehen mal wieder im Halbfinale gegen Portugal. Für mich ein absoluter Geheimfavorit, aber Deutschland gewinnt das 2:1 souverän. Florian Wirtz, der hat's gemacht. Okay, das andere Halbfinale ist einfach Belgien gegen England. Frankreich ist rausgeflogen gegen Portugal. Okay, wir werden wahrscheinlich gegen England kommen. It's coming home. Schnellsimulation. Bitte, 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 bitte. 2:1. Nein. So, letztes Gruppenspiel jetzt hier gegen die Schweiz. Mal wieder gewonnen. Souverän mit 9 Punkten. Gruppenerster. Er war nicht weg. Im Achtelfinale natürlich war es wieder Serbien. 2:0 durch Havertz und Andrich. Im Viertelfinale ging es gegen Italien ran. Ja, 3:5 nach Elfmetern gewonnen. Let's go, man. Okay, bitte gönnen. Wenn wir jetzt hier Frankreich raushauen, glaube ich, haben wir den EM-Titel sicher. 3:2. Kai Havertz mit dem Entscheidenden und Olivier Giroud wurde ein Tor erkannt. Ist das wichtig, Freunde? Ach man, es war so klar. Ich möchte gar nicht simulieren. Was ist das denn? Genug verfügbare Spielerersatz. Okay, es geht nur um die Ersatzbank. Ich denke mal, das können wir hier bestätigen. Und es, ja, es ist wieder It's Coming Home. Trent Alexander-Arnold mit dem Doppelpack. EA Sports. Und jetzt geht's im Achtelfinale mal wieder gegen die Kroaten ran. Okay. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Manuel Neuer entschießt den entscheidenden Elfmeter. Nächste Gruppenphase mit 4 Punkten kommen wir weiter. War knapp, aber ja, ist okay. Gruppenzweiter eigentlich immer nicht so ganz geil. Jetzt kommen wir direkt auch gegen Italien schon. Die Italiener eigentlich einen Angstgegner, aber wir gewinnen es durch Niklas Füllkrug gegen Italien, Mann. Und im Viertelfinale wartet wieder England. Es ist so krass. Thomas Müller haben wir jetzt übrigens mal reingehauen als Zehner hier. Und die Engländer gewinnen wieder, weil Kimmich und Andrich keine Elfmeter können. Gruppensieger, Gruppensieger. Mal wieder mit 6 Punkten, okay. Es ging bis in die Verlängerung. Und Wirtz mit dem Doppelpack entscheidet das Spiel. Danke, Mann. Und das Viertelfinale steht an gegen die Holländer. Da war ich übrigens heute beim Training mal zuschauen. Und die können echt Fußball spielen, muss ich sagen. Obwohl Frankie de Jong nicht dabei ist. Ilkay Gündogan mit dem einzigen Tor. Und wir verlieren nach Verlängerung. Weiter geht's. Gruppenvierter. Ich meine natürlich Gruppendritter. Mit 4 Punkten ist Deutschland geworden. Also meine Statistikzette sind auch ganz krass. Ich will zwar noch nicht spoilern. Zum Endergebnis kommen wir dann erst. Es war so klar. Alvaro Morata. Jedes Mal bei diesen internationalen Turnieren trifft der Mann. 5 Punkte für Deutschland. Als Gruppenzweiter hinter der Schweiz weitergekommen. Souverän. Und wir kommen wieder gegen Spanien. Jetzt im Achtelfinale. Peter, komm. Wir gehen jetzt hier rein. Aufstellung sieht sehr, sehr gut aus. Ich spiele jetzt mal ohne Gündogan übrigens. Und wir gewinnen 1:0. Stark. Ich habe echt das Gefühl, dass es ohne Gündogan 10-mal besser läuft da in-game. Wirtz, Havertz und Kroos mit dem entscheidenden Tor zum 3:1 gegen Dänemark im Viertelfinale schon. Das heißt, wir stehen im Halbfinale gegen die Holländer wieder. Die Jungs habe ich, wie gesagt, heute mal ein bisschen gescoutet. England ist einfach in der Gruppe rausgeflogen mit 4 Punkten. Was sehe ich hier? Die haben übrigens jedes Spiel 1:1 gespielt, oder? Aber das sieht ja ganz komisch aus. Hilfe. Und wir gewinnen gegen die fliegenden Holländer. Kai Havertz in der 9. Spielminute mit dem entscheidenden Tor. Wichtig und richtig. Und wir stehen im großen Finale mal wieder. Der EM 2024, der Heim-EM gegen Frankreich. Schwarz und weiß, wir werden... Let's go. 2:1 Deutschland. Kimmich und Mittelstädt. Mbappé davor mit dem 1:0. Und Joshua Kimmich in der 118 erst. Was ein krankes Spiel. Hilfe. Genau das will ich sehen. Genau das will ich sehen. Gegen Frankreich im Finale. Ich glaube, so kann es auch in Real Life sehr gut ablaufen. Und dann Deutschland Champion. Ja, passt. Beona, Capeona. Und lasst mir jetzt gerne noch einen Daumen nach oben da, wenn ihr denkt, dass Deutschland wirklich die EM holen kann. Bin ich mal gespannt, wie viele von euch da draußen dran glauben. Gruppensieger mal wieder mit 7 Punkten vor der Schweiz gewonnen. Hatten wir jetzt ja lange nicht mehr. Und da geht es auch schon im Achtelfinale gegen England. Was kann man für ein Pech haben? Als Gruppensieger natürlich aber souverän im Achtelfinale weitergekommen. Musiala mit dem entscheidenden Tor. Ich spiele auch wieder hier jetzt ohne Gündogan in der Startelf übrigens. Aber jetzt im Viertelfinale wartet erstmal Italien. Ich kann das nicht. Wie oft haben wir bitte auch schon gegen Italien heute verloren? Diesmal nicht. Wir gewinnen 1:0. Toni Kroos. Mehr passt Toni. Wichtig. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. 1:0 gegen Kroatien im Halbfinale. Ey. Gruppensieger Deutschland mit 5 Punkten. Boah, ich glaube, das ist das Minimalste, was du haben kannst für einen Gruppensieg. Im Achtelfinale geht es jetzt ran gegen England. Ey, Jungs, das kann doch nicht sein. Warum kommen wir immer gegen England? War so klar. Saka und Bellingham mit dem Doppelpack oder mit den beiden Toren halt für England. Und somit scheinen wir wieder im Achtelfinale raus, Mann. Wieder Gruppenerste. Und bitte nicht England. Die Losfee. AKA Yogi Löw, bitte gönnen. Löw, meine ich natürlich. Und ja, Serbien ist diesmal angenehmer als England. England? Wartet mal, wo sind die überhaupt? Ja, okay, da rechts gegen Holland. Oh, krankes Duell. Wir gewinnen ganz souverän gegen
gegen Serbien mit 3:0. Dann schauen wir mal, es geht gegen Georgien im Viertelfinale. Ich glaube, die Georgen, die sind auf jeden Fall das erste Mal bei einer EM überhaupt, aber schlagen sich hier echt gut. Und jetzt geht's ran, wieder mal gegen Italien. Wir gewinnen 3:1. Andrich, Kimmich und nochmal Kimmich mit einem Doppelpack in der Verlängerung, okay? Also Kimmich scored ja auch nicht schlecht, ne? Holland gegen die Türkei war übrigens das andere Halbfinale, wilde Partie. Und bitte gegen die Türkei jetzt im Endspiel. Nein, es geht gegen Holland ran im großen Finale und Jonathan Tah ist gesperrt. Wir verlieren 2:1. Xavi mit dem entscheidenden Tor. 7 Punkte. Mal wieder Gruppenerster. Und die Serben warten wieder im Achtelfinale. Schauen wir mal, was wird. Also wie krank die Serben in EAFC 24 sind. Das wird niemals in Real Life der Fall sein. Wenn wir wirklich von Serbien geknallt werden bei der EM, dann verlose ich hier meine Playstation, meinen Stuhl, meine Jule Brandt-Karte sogar. Und die ist mir mehr wert als alles andere. Ich sag's ehrlich. Die weiße Weste ist wieder back. 9 Punkte aus der Gruppenphase. Sehr stark. Ungeschlagen ins Achtelfinale. Da treffen wir jetzt auf die Dänen. Wir rücken auf die Schnellsimulation und gewinnen 2:0. Thomas Müller und Florian Hertz mit den Toren wichtig. Und im Viertelfinale Schluss gegen die Schweiz. Nice. Kommen wir zum Endergebnis und so kompliziert war das Ganze eigentlich nicht, weil das waren ja 100 Versuche, also genau 100. Gegen 100% ist das relativ easy zu rechnen. Wir sind in genau 100% der Fälle durch die Gruppenphase durchgekommen. Egal ob als Gruppenerster, Gruppenzweiter oder sogar Gruppendritter teilweise. Das habe ich jetzt nicht direkt mitgezählt, aber ich würde von Schätzungen her so sagen, 60 mal als Gruppenerster, 30 mal als Gruppenzweiter und 10 mal als Gruppendritter. Weiter geht's jetzt zum Achtelfinale und da sieht das Ganze schon deutlich anders aus. Also zu 100% kommen wir in die K.O.-Phase, aber scheiden hier zu 36% dann aus. Das ist schon eine relativ hohe Quote, aber wir wurden halt wirklich von England komplett geknallt. Gefühlt die Hälfte davon ist einfach gegen England gewesen. Weiter geht's mit dem Viertelfinale. Aber sind im Viertelfinale dann anschließend 25 mal von 100 mal ausgeschieden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier im Viertelfinale ausscheiden, liegt logischerweise bei 25% genau. Die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland ins Halbfinale kommt, liegt übrigens jetzt genau bei 39% laut meiner Berechnungen. Aber von den 100 Versuchen bin ich dann auch insgesamt 15 mal im Halbfinale auch ausgeschieden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland ins große Endspiel, ins Finale nach Berlin einzieht, liegt bei sagenhaften 24% laut dieser Prediction FC 24. Also das heißt, von den 100 Versuchen stand ich insgesamt 24 Mal im Finale, wobei das Finale aber dann auch insgesamt 15 Mal verloren ging und Deutschland nur 9 Mal den Titel holen konnte. Aber 9 Mal finde ich immer noch eine sehr gute Quote. Nach meinen ganzen Rechnungen und den ganzen Predictions gerade in FC 24 liegt also die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland den Heim-EM-Titel holt bei genau 9%. Und jetzt ganz wichtig, lass mal gerne noch ein kostenloses Follow bzw. Abo da, um in Zukunft kein Content mehr zu verpassen. Und schreibt gerne in die Kommentare, ob ich das nochmal mit einer anderen Nation machen soll. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video rein und ciao, ciao.